Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Quarantäne-Update. Alle 2 Wochen erzähle ich euch, was es so Neues gibt im Spiel und bei mir. Ich war gestern live und da ist mir eingefallen, beziehungsweise da hat ein Zuschauer mich daran erinnert, dass ich schon lange das eBay-Format nicht gemacht habe. Und ja, das stimmt. Ich habe einfach nicht dran gedacht, ich habe es einfach vergessen. Einfach so, komplett vergessen. Ich muss mal kurz schauen, wann das letzte Format war. Also mindestens 2 Monate, also April und Mai. Und es ist einfach schon 20. Mai. Alter, die Zeit vergeht so schnell. Und ich glaube, im März habe ich es auch nicht gemacht. Vor 2 Monaten, warte hier. Wenn das vom Februar ist. Alter, was geht ab, Leute? Nee, März habe ich es gemacht. Okay. Passt. Das heißt, nur April haben wir vollkommen verplant. Und Mai machen wir noch. Okay, ich dachte schon irgendwie, ich hätte 3 Monate oder so nicht mehr gemacht. Das kommt auf jeden Fall noch. Und es wurden gestern neue Legendäre angekündigt. Nach Terrakium kommen irgendwelche 3 Drachen. Und die sollen krass sein, die Leute freuen sich. Mir ist wie immer egal, was kommt. Ich nehme alles mit und versuche von einem 100er zu bekommen. Oder 96 aufwärts, die ich dann maxen kann. Apropos 96. Ich habe gestern 96er Viridium bekommen. Sogar im Livestream. Dachte zuerst möglicherweise 98, aber bei Viridium sind die Sprünge so klein. Der war leider 96. Problem ist, ich habe schon 96er, also... Ja, den habe ich noch nicht gemaxt, also wird wahrscheinlich Montag noch gemaxt, weil ist nichts Besseres gekommen. Aber ja, 98er, über den 98er hätte ich mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefreut. Auf jeden Fall, über die Drachen freuen sich die Leute und ja, soll anscheinend abgehen. Okay, mir egal. Wir werden raiden, so viel wie es halt geht, so viel wie ich halt Bock habe. Arenen, die ich auf Gold brauche, ganz normal halt. Ich raide das, was da ist. Aber allgemein gerne und in den Kommentaren werdet ihr da abgehen. Apropos Raiden und abgehen. Heute wieder Raid-Stunde, euch viel Glück, viel Erfolg. Terrakium ist am Start. Und dann gibt es natürlich Shiny. Auch da fehlt mir sogar noch ein guter. Also nicht mal 96 habe ich. Ich habe einen 96er. Attack 14, das reicht mir aber nicht. Also da könnte ich auf jeden Fall auch noch einen gebrauchen, den ich dann maxen kann. Ansonsten haben wir halt natürlich noch die Sea Days. Das mit der Abstimmung und ja, nur von Leo. Es gibt ja viel Gemecker darum, weil Nurhorn Leo ist ja neu von den Shinies. Die anderen hatten wir schon. Aber es kommen halt neue Attacken, Seed-Attacken und PvP wird ja immer wichtiger und interessanter. Und Niantic versucht da uns ein bisschen PvP aufs Auge zu drücken, würde ich mal sagen. Ich meine, der Großteil ist natürlich immer noch nicht interessiert daran. Also die PvP-Community steigt zwar, aber es ist natürlich immer noch ein Bruchteil. Ein kleiner Anteil der ganzen Spieler, die meisten sind immer noch Sammler und die wollen einfach nur ein neues Shiny. Ihr kennt ja meine Meinung zu den ganzen Wahlen und sowas. Also nicht Wahlen an sich. Wahlen an sich sind schon wichtig, aber ich meine jetzt in Pokémon-Abstimmungen und sowas. Die sind alle gezinkt, meiner Meinung nach. Es wird eh das neue Shiny kommen. Die Sache ist nur, eins von denen wird aber sicher kommen, weil für Juni und Juli gewählt wird. Übrigens, dieses Wochenende ist Samurzu Sea Day. Vollkommen verplant, freut euch da drauf. Ja, ein Shiny Samurzu kann man sich gönnen. Bin nicht so gehypt auf den Ziele. Deswegen auch meine relativ neutrale Meinung dazu. Es kommt, was kommt. Wenn es von Leo ist, dann geil. Wenn es die anderen Sachen sind. Ich meine, wir werden so oder so immer zocken. Wenn es wirklich ein Ziele ist, der uns null interessiert, dann zockt man den halt nicht. Ist ja nicht so schlimm. Dann können wir chillen in der Zeit und irgendwas anderes machen. Kein Grund, sich so aufzugehen. Kein Grund, sich da extra Zeit und Gedanken drüber zu machen und da sich mental zu erschöpfen und sich darüber aufzugeben. Es kommt ein Ziel, wir spielen den oder spielen den nicht. So einfach ist das. Was geht Pokémon Go technisch hier? Ich kann euch mal ein paar Sachen zeigen. So. Funddatum. Shiny. Haben wir einen gestern bekommen bei der Spotlight-Stunde. Habe ich aber jetzt nicht gebraucht. 96er Shiny Lucky Giratina. Ich habe immer noch einen 98er, den ich nicht gemacht habe. Also, es war geil, aber ein 100er wäre mir lieber gewesen. Ein Quarks habe ich mir ertauscht, also Quapsel, aber habe den schon durchentwickelt. Für meine Shiny Lucky Sammlung. Random Gekkabur aus der Quest. Shiny Party und Gengar für die Sammlung. Sammlung blende ich hier vielleicht nochmal ein. 3 Viridium habe ich bekommen. Auch endlich ein Shiny Krypto-Flunkiefer. Ich habe schon einen Shiny erlöst. Flunkiefer Lucky mir ertauschen können. Grüße gehen raus. Vielen Dank für den Tausch. Da bin ich immer noch auf der Jagd nach dem 100er. Aber will nicht kommen.
habe jetzt natürlich mehr Zeit, weil die Rockets doch wurden ja bis September lahmgelegt. Also das, was jetzt da ist, wird sich nicht wechseln bis September, was halt verrückt ist. Ist fast ein Jahr einfach Stillstand. Heftig, Mann. Dumisel habe ich einbekommen. Die Katze, die momentan läuft, habe ich noch nicht. Und Blutzucker habe ich leider auch nicht bekommen. Random Macholo ist ganz okay, den kann man immer noch so in Folge, keine Ahnung, woher ich den habe. Da seht ihr meine Viridium. Panzeragon habe ich so viele bekommen. Ich habe auch schon zwei, drei weggeschmissen. Regt euch bitte nicht auf, dass ich Shinies wegschmeiße, aber mache ich einfach, weil zu viele. Snubbel hatte ich auch 6 oder so, da habe ich auch schon 3 Stück weggeschmissen. Pikachu habe ich auch 2 bisher, also bisher alle. Abgesehen jetzt von Rayquaza, Hut, Pikachu, Shiny. Sammle ich aber nicht und ich kenne auch keinen, der die sammelt. Dementsprechend bin ich jetzt nicht extra drauf aus, noch die anderen 2, also Rayquaza und dann Lucario-Mütze zu schnappen. Also, gibt mich jetzt nicht so. Doppelmuschas von der vorletzten Spotlight-Stunde. Nichts allzu besonders. Den Guest kennt ihr, glaube ich, da 100er. Den hatte ich schon beim letzten Quarantäne-Update gezeigt. Also da auch nichts Besonderes Neues dazu gekommen. Ihr seht einfach nur meine letzten paar Lucky Trades. Wer mir auf Instagram folgt, übrigens folgt mir gerne auf Instagram, der sieht eh, da poste ich eh jeden Tag meine Lucky Trades und die neue Liste, die Update-Liste, was mir immer noch so fehlt. 100er technisch, nichts Neues reingekommen, nichts Besonderes. Leider, aber da fehlt ja auch nicht mehr viel. Von Gen 3 wäre eh nichts interessant gewesen. So, ich schau mal kurz meine Liste durch. Gen 3 würde mir fehlen in 100. Flunkiefer, offensichtlich. Quirtle, Sonnfell, Tropius, Palimpalim, Absol, Relikant. Toll. Einfach nur Flunkiefer und Absol halt. Aus den Raids und Eiern. Sonst nur regionale. Palimpalim. Ja, was soll ich sagen? Und Kindwurm. Kindwurm hätten sie öfter spawnen lassen können. Gen 4 jetzt an, Freitag 13 Uhr fängt das an. Könnte ich gebrauchen. Weibliches Wadribi. Sonst nur regionale, Kaumalat und Riolo. Toll. Ich glaube auch da kriege ich kein neues 100er. Ja, das war's von mir, Leute. Kurzes Update, was so abgeht. Ebay-Format kommt auf jeden Fall diesen Monat noch. Wir haben es einfach nur vollkommen vergessen. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.